Ich grüße euch. Heute gibt's mal Intel gegen AMD gegen AMD. Was habe ich von Intel? Ganz normal i5 mit einer Telefonnummer hinten dran. 10400F, ruf mich an oder lass es bleiben. Also schöner, ich sage jetzt mal Mittelklasse-Prozessor und dazu natürlich von AMD einen Ryzen 5 3600. Preislich lehnen die sich nichts. Als ich mein Review auf der Homepage geschrieben habe, waren die Preise noch leicht anders. Da kostete dieser 10400F 155 Euro. Mittlerweile kostet er 173 Euro. Das heißt, ich mache es fürs Video. Ihr wisst ja, hier unten steht ja immer auch der Artikel verlinkt in Deutsch und in Englisch, wo die bunten Bilder drin sind. Ja, muss ich ein bisschen improvisieren, müssen wir also neu rechnen. 173 Euro kostet hier diese Intel CPU, das Pendant von AMD. Beide haben 6 Kerne, respektive 12 Threads. 168 liegen so um die 5 Euro dazwischen. Ihr seht also, Tagespreise sind Kampfpreise. Ja, kam Review veröffentlicht, wahrscheinlich haben heute früh die Leute draufgeklickt. Automatismus schmeißt dann gleich wieder die Preise nach oben. Also, wer den 10400F haben möchte, wartet ein paar Tage, dann geht es wieder runter. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, beide CPUs kosten in ungefähr gleich. Früher hat man immer gesagt, okay, ja, meinetwegen, aber die AMD Motherboards sind ja günstiger. Es stimmt so auch nicht mehr. Intel hat ja richtig gepusht und auch die Boardpartner so ein bisschen gedreht, möglichst auch günstige Bretter hinzukriegen. Jetzt ist dieser 10400F natürlich auch keine K-CPU, hat also keinen freien Multiplikator, man kann ja auch nicht groß rumübertakten. Das Einzige, was ich noch machen konnte, ich konnte einen RAM einstellen, da kann man so noch ein bisschen Feintuning machen, also ein bisschen paar kleine Prozente kriegt man noch raus. Overclocking geht mit dem Teil in dieser Form natürlich nicht. Auch wenn manche Motherboards das hergeben, brauche ich aber ein Z-Board, das kostet wieder ein bisschen mehr Geld. Wird also nichts. Was liegt hier? Hier liegt ein B460M. Das ist ein Tough Gaming von Asus plus Wi-Fi. Und das ist dasselbe nochmal für AMD. Also ein Asus Tough Gaming B550M plus Wi-Fi. Hopp. So, das habe ich jetzt auch abgefeiert. Warum habe ich die genommen? Die geht es natürlich auch beide nochmal in günstiger. Hier ist alles drauf. Die sind vor allen Dingen von der Ausstattung und auch von der Leistung in ungefähr gleich. Das war der Sinn und Zweck der Geschichte. Jetzt kostet aber das Intel-Board 20 Euro weniger. Guckst du. Rein theoretisch, CPU plus Motherboard bei Intel billiger als bei AMD. Wer mir das vor 2 Jahren erzählt hätte, hätte ich wieder rausgeschickt. Erstaunlich. Man sieht also, wie schön das ist, wenn so ein bisschen Fahrt in den Markt kommt. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und auf einmal kann auch Intel wieder günstig. Naja, sagen wir mal preisgünstig. Dieses Board ist also 20 Euro billiger. Haben wir jetzt erstmal hier einen Preisvorteil von knapp 20 Euro. Gut, Tagespreis, ne? Vielleicht auch ein bisschen weniger. Jetzt, wenn ich den Ryzen aufmache, diese tolle Schachtel, was kommt mir entgegen? Klar, der Ryzen, ein bisschen Verpackung und ein Kühler, den kann man sogar benutzen. Da geht nämlich. Und da tut es auch relativ ordentlich. Was mache ich, wenn ich den Intel aufmache? Ne? Auf, Plastik, kleine Garantieerklärung, Heftchen. Nix. Das ist boxed, aber eben ohne Kühler. Den Preisvorteil, den ich hier habe, nehme ich also, packe mir den noch so einen kleinen Aftermarket-Kühler für 20 Euro da drauf. Bam, das war's. Pari. Beide kosten in etwa, wenn ich sie denn hier drauf montiert habe, gleich viel. Da habe ich noch ganz normal DDR4 3200 drauf gesteckt. Ja, könnte man auch mehr machen. Bei dem Intel ist es mit dieser Frickelei und dem RAM immer so ein bisschen lustig auf diesem Board. 3200 reichen vollkommen aus. Ich hätte ja auch mit 2933 testen können. Ja, ich mache es mal mit demselben, damit wir einen besseren Vergleich haben. Wird ja jeder machen. Ne? XMP-Profil und fertig. Was steht hier noch? Hier steht eine dicke, fette Grafikkarte. Ich werde euch auch gleich verraten, warum. Ich wollte ja Benchmarks machen. Habe ich mir so überlegt. Dann habe ich eine passende Karte gesucht. Wenn wir gucken, CPU 150 Euro, Grafikkarte 300, 350 Euro. Was schnappt man sich? Entweder so eine kleine Super Susi oder eben eine RX 5600 XT, 5700, also irgendeine Navi-Karte, so im 300, 350 Euro Bereich. Wisst ihr, was da passiert? Dann hätte ich meine Benchmarks glatt vergessen können, weil so bis so ein paar kleine, es ist schon fast Messtoleranz, Unterschiede
Die sind alle gleich schnell. Warum? Es limitiert in jedem Fall die Grafikkarte. Und das schon bei Full HD, wenn man dann so ein bisschen die Schieberegler nach rechts tut, weil es soll ja auch schöner aussehen, muss ja nicht Lara Croft mit Glatze sehen. Ja, dann habe ich das Problem, die sind nämlich alle fast gleich schnell. Um jetzt hier noch die richtigen CPU-Unterschiede rauszukriegen, habe ich mir den da reingesteckt. Es wird natürlich keiner so eine, ich feiere das auch mal ab, das ist meine MSI RTX 2080 Ti Lightning Z. Habe ich mal ein bisschen entstaubt, ja, wieder mit hingestellt und auch gemessen. Ja, dieses gute Stück ist eigentlich schnell genug. Dann sehe ich auch ein paar Unterschiede bei den Benchmark-Balken. Ansonsten hätte ich nämlich das Video an dieser Stelle schon mal abbrechen können. So, kommen wir zum Gaming. Gaming-Benchmarks, schönes Stichwort. Erstes Spiel, Assassin's Creed Odyssey. Und wenn ich ab und zu mal so mit den Augen darüber gehe, liegt das daran, da steht ein kleiner Monitor. Ich bin ja auch ein bisschen kurzsichtig. Da habe ich meine Charts-Grafiken drin. Das ist also nochmal aus dem Artikel. Das ist kein Plot. Da ist auch nichts vorgeschrieben. Ich lese das auch nicht ab, weil den Text, den habe ich hier oben drin. Wenn ich das nicht könnte, könnte ich aufhören. Trotzdem, ich bin ein armer alter Mann. Ich kann mir diese ganzen Zahlen auch nicht mehr alle merken. Weil für die, die sich immer beschweren, wenn ich darüber gucke, ich mach's jetzt einfach mal. Assassin's Creed Odyssey, wer gewinnt? Ja, unser Freund der Intel. Unsere kleine Telefonnummer, die wandelnde Telefonnummer, schnipst da durch die Peripherie und hat sogar einen, naja, kleinen Vorsprung. So groß ist der Vorsprung aber nicht. Dafür sind die Min-Frames bei den beiden AMD-CPUs einen kleinen Tick schneller. Was die interessanteste Erkenntnis ist, der Ryzen 3 3300X ist nicht wirklich viel langsamer als der Ryzen 5 3600X. Das wäre die Erkenntnis zu Assassin's Creed. Full HD, mehr muss ich mir nicht geben, ist auch wieder klar. Irgendwann kann ich natürlich auch mal hier, ich kann Ultra HD spielen, dann sind die Balken auch wieder alle gleich lang. So gesehen, sinnlos. Was kommt jetzt? Metro Exodus. Wer gewinnt? Ja, unser kleiner blauer Sausebraus. Diese kleine Intel CPU, die gewinnt. Mit einem etwas deutlicheren Vorsprung vor unserer kleinen Fußhupe, nämlich vor dem Ryzen 3 3300X. Das Ding ist nämlich besser als sein Ruf. Ich mag den. Ich habe den ja auch schon mal getestet und ich bin immer wieder erstaunt, wie gut dieses kleine 130-Euro-Modell eigentlich performt. Also 130 Euro, der ist über 40 Euro billiger als dieser i5 mit der Telefonnummer. Der hat natürlich keine Telefonnummer, aber er funktioniert. Zocken kann ich damit bestens. Sehen wir am Ergebnis. Schaue ich mir jetzt mal die Min-Frames an. Okay, ist er in etwa sogar gleich auf mit dem Intel. Also der blaue Riese gegen den kleinen roten Zweig. Unentschieden. Der 3600 fällt so ein bisschen nach hinten ab. Das sind natürlich klitzekleine Unterschiede. Das ist marginal. Also das wird man beim Spielen so auch nicht merken. Resident Evil 3. Das Remake, das ist so ein Ding, ich habe gedacht, den machen wir mal viele Frames pro Sekunde. Schauen wir mal, wie das Ding aussieht, wenn die Grafikkarte so richtig losschnippst. Das Problem ist, es ist ein hornaltes Spiel, auch wenn es ein Remake ist. Ich brauche nicht so viele Threads wie noch bei Assassin's Creed. Was kommt raus in der Folge? Richtig, Gewinn tut meine kleine Fußhupe, nämlich der Ryzen 3 3300X. Sogar mit einem ziemlich deutlichen Vorsprung, deutscher Vorsprung ist es natürlich auch, deutlicher Vorsprung vor einem Ryzen 5 3600 und Intel, wird da ein bisschen geschrumpft zum blauen Zweig, aber auch hier sind die Unterschiede natürlich so klitzeklein, aber sie sind da, auch bei den Min-Frames. Mein liebes Perzentil möchte ich nicht drauf vermissen, aber es sagt durchaus eine Menge aus, nämlich hier ist es auch ein bisschen smoother. Immerhin, da stehen sich dann die paar Keller mehr nämlich schon regelrecht im Weg. Letztes Spiel, immer von jeder Kategorie eins rausgesucht. Ich hätte jetzt auch 20 Spiele testen können, die zufälligerweise alle Intel liegen oder AMD liegen. Will ich nicht. Ich habe mir gedacht, okay, ich suche jetzt von jeder mal was raus. Auch GTA 4 ist ja so, 5. Entschuldigung, GTA 5 ist so ein bisschen älter. Auch hier habe ich jetzt meine 4 Kerne. Wer gewinnt? Die Fußhupe, der kleine Fox-Terrier, der da so rumspringt um die zwei großen CPUs und nach dem Stöckchen schnappt. Das Ding gewinnt knapp. Aber das sind wirklich so diese ganzen kleinen Unterschiede. Vor einem Ryzen 5 3600 und dem Intel mit der Telefonnummer. So, die liegen aber hier schon relativ eng beisammen. Ergo, was sagt uns das?
habe ich ältere Spiele oder jetzt gerade so das aktuelle, was da so ein bisschen rumspringt, reichen eigentlich 4K und 8 Threads noch locker aus. Hätte ich so nicht gedacht, ist aber so. Es werden natürlich auch die Spiele, die etwas extensiver so über diese Threads huschen, mehr und mehr. Aber die Mehrheit der Spiele ist es nicht. Und ich denke mal, wir werden noch ein, vielleicht noch zwei Jahre mit den aktuellen 4K und 8 Threads hinkommen. Wird knapp. Irgendwann ist auch damals Schluss. Die neuen Konsolen werden dann ihr Übriges tun. Die haben ja so schön genug Kerne. Aber momentan sieht es halt noch so aus. Ich komme mit dieser 130 CPU, diesem ganz kleinen 130€ CPU, noch ganz gut mit. Dann habe ich die beiden großen, auch Intel und AMD, also der 3600, der Ryzen 5 und auch von Intel, der i5, die nehmen sich relativ wenig. Hier kann man dann wirklich sagen, beim Gaming lasse ich doch mal meine Vorliebe für die Farbe A oder B spielen. Ja, wer Intelianer ist, kauft euch. Das ist die smarteste Gaming CPU vom Intel dieses Jahr. Hätte ich so auch nicht gedacht. Der ist klein, knuffig und schnell. Die größeren, die sind dann schon ein bisschen hitzig, auch schnell, aber nicht mehr ganz so logisch in der Anwendung. Das hier ist blasenfrei. Das kann man nehmen, reinbauen, glücklich sein, das funktioniert. Der Preispunkt ist super getroffen. Die Boards sind nicht so teuer. Also man kann im Endeffekt sagen, wer als Gamer so die nächsten zwei Jahre ohne Schnappatmung durch den Wald trollen will, ja, den könnt ihr bedenkenlos kaufen. Oder ihr schnappt euch halt den von AMD. Problem ist, beide Motherboards, beide Sockel schauen ihrem nahen Ende entgegen. AM4 kriegt nochmal ein Update. Eine Generation kommt noch. Wer mehr? Demnächst. Bei Intel. Schauen wir mal, was dann aus dem Angebot kommt. Sockel 1200, gerade erst geboren und schon scheintot. Also eine CPU-Generation wird vielleicht noch kommen. Kann man draufstecken. Danach kommt Sockel 1700. Warten wir es ab. Schauen wir mal. Tja, das ist jetzt Gaming. Jetzt kann man natürlich mit dem Ding auch arbeiten, aber wer sich natürlich so ein Einstiegsmodell kauft, wird kaum damit rendern. Dafür gibt es ja mittlerweile auch Grafikkarten. Trotzdem habe ich mal nachgeschaut, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt alles retz, volle Pulle, da beknalle, also ich mache den Ofen auf, hau richtig Kohle rein, zünde es an, lass es richtig dampfen, was passiert, gewinnen kann eigentlich nur der Ryzen 5 3600. Knapp, aber hauchzart. Vor meinem i5 mit der Telefonnummer, diesem 10400F, mal 10. Generation, aber das sind schon Nummern, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und ganz am Schluss, logischerweise, weil er hat bloß 4 Kerne, ist der 3300X, also der ist zum Arbeiten nicht wirklich geeignet. Das ist der typische Gamer, dem so ein bisschen hier in der Hand die Muskelkraft fehlt. Ansonsten, smarter CPU. So, das mal zu dem Thema Gaming und alle Belastung. Ich will euch eine stundenlange Ohr abkauen. Jetzt kommt natürlich, Kraft kommt von Kraftstoff. Also wenn ich hinten was raus haben will, muss ich erstmal was reinstecken. Gaming. Ja? Intel ist in vielen Spielen vorn dran. Und was ist mit der Leistungsaufnahme? Die ist niedrig. 44 Watt im Schnitt. Hab da hier wirklich längere Benchmarks laufen lassen. Hab's dann nachher einfach mal durchkumuliert. Hab da einen Durchschnittswert gebildet. Und dann lande ich bei 44 Watt für diesen 10400F. Geil, weil der kleine Ryzen 3 3300X mit seinen 4 Kernen und den 8 Threads und ungefähr so auf demselben Level, ja, der braucht dann schon mal 50 Watt. Das sind 6 Watt mehr. Also reine Package Power, nicht das Motherboard inkludiert, sondern das, was die CPU wirklich braucht, an Leistung aufnimmt. Und das kleine Schlusslicht, mal so viel mehr ist es dann auch nicht mehr, der Ryzen 5 3600 mit seinen 53 Watt. Der braucht also 9 Watt mehr. Gott, das sind jetzt Unterschiede, die sind so groß nicht, aber man kann sie messen. So, was war mit meiner Ofenfraktion? Ne, hab ja erklärt, Kohle rein, Türchen zu und gucken, was passiert. Ja, dann wird's ganz anders. Nummer 1, Ryzen 3 3300X. Dümpelt bei 75 Watt so vor sich hin. Ja, mehr braucht er auch nicht. Ja, hat ja plus 4 Kerne und 8 Threads. Dann kommt der Ryzen 5 3600, 6 Kerne, 12 Threads, 102 Watt. Ah, kann man aber noch toppen. Jetzt kommt der Intel ein bisschen ins Schlucken. Ah, der i5 10400F rennt damit 107 Watt durchs Ziel. Es sind 5 Watt mehr für etwas weniger Multithreaded Performance. Hier gewinnt mal ausnahmsweise wieder der Ryzen. Ist ja kein Gaming. Damit wäre ich im Endeffekt auch schon wieder durch.
Viel mehr muss man jetzt über diese Geschichte auch nicht erzählen. Die Dinger sind gleicher als gleich. Das muss ich mal vorweg stellen. Intel hat hier einen guten Job gemacht. Ja, das sind natürlich so die letzten Zuckungen dieser alten Prozessstruktur, also dieses Nodes, da geht nicht mehr viel. Es ist totoptimiert. Da kommt auch der Punkt zum Tragen, und das habe ich bei den Benchmarks sehr bewusst mit einfließen lassen. Intel hat ja bei der 10. Generation ein bisschen getrickst. Das heißt, also wir haben ja einmal eine TDP, dann haben wir ein sogenanntes Tau. Es ist so ein kleiner Zeitraum, für den dann ich einen zweiten Power State habe, der dann über das Doppelte beträgt. Dann lande ich hier wirklich bei 134 Watt in etwa, nur für diese CPU. Das schafft er aber maximal 28 Sekunden. Zip, dann geht es 200 MHz nach unten, alle Kerne. Ja, und dann können wir nicht mehr so viel. Und dann ist das mit diesem tollen Extra-Boost auch wieder zu Ende. Aber wenn man das dann weiter treibt, ja, irgendwann kommt er wieder hoch, aber dann sind es bloß noch 2-3 Sekunden. Also wenn das einmal vorbei ist, dann ist es vorbei. Ich habe bei allen Benchmarks mindestens 5 Durchläufe gemacht. Ich habe jeweils ersten Benchmark-Durchlauf weggelassen, sowohl bei AMD als auch bei Intel. Ja, man ist ja fair. Ja, da ist der Takt dann schon ein bisschen signifikant runtergegangen. Logischerweise, wenn der Takt etwas niedriger ist, ist auch die Leistungsaufnahme niedriger, und genau deswegen gewinnt beim Gaming der Intel auch bei der Leistungsaufnahme. Hätte ich jetzt bloß so die ersten 30 Sekunden durchlaufen lassen, dann hätte er dort locker verloren, wäre natürlich auch ein Stückchen schneller gewesen. Wobei, so groß sind die Unterschiede nicht. Das heute mal zum Kurztest. Und die Frage, wer hat gewonnen? Nummer 1, Sieger der Herzen, Ryzen 3 3300X. Hätte ich nicht gedacht, diese kleine 130 Euro Fußhupe, die ärgert so wie so ein kleiner Fox-Terrier, die zwei großen, dicken, fetten Hunde. Schon recht ordentlich, weil er springt da wie so ein kleines Elektron um die Atome drumherum und schnappt sich jedes Stöckchen, was er kriegen kann, und zwickt den mal so richtig in die Wade. Das Ding ist geil, aber eigentlich nicht Thema vom Review. Kleine Randerscheinung, die aber mir irgendwo am Herzen liegt. Ja, und die anderen beiden, die sind eigentlich fast gleicher als gleich. Wer auf AMD steht, kauft AMD. Wer lieber blau kauft, der macht eben blau. Die kann man beide kaufen. Also wer heute in die untere Mittelklasse einsteigen möchte, 10.400F kann man kaufen. Ryzen 5 3600 kann man noch kaufen. Bald kommt ja auch Vermeer. Ja, dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Dann wird es wahrscheinlich auch mit der Gaming-Leistung ein bisschen nach oben gehen. Was aber zu befürchten ist, wahrscheinlich auch mit dem Preis. Da hat Intel noch eine Chance. Das heißt, hat eine Chance. Die müssen das einfach machen, weil es muss sich ja irgendwie verkaufen. Also, dass man das neuerdings so günstig kriegt, kann man sich nur bei AMD bedanken. Wer unbedingt Intel haben will, so billig war das noch nie. Es ist ja nicht schlecht. So nicht, dass das Ding beim Gaming explodiert und kaputt geht. Nö, da tut das richtig gut. Also, wenn ich jetzt kein Problem hätte, dass ich meinen Sockel nach einem Jahr schon wieder verschrotten kann, kann man kaufen, ist fast schon eine Kaufempfehlung. Also fürs Gaming ist das aus meiner Sicht im aktuellen Portfolio der vernünftigste Intel-Prozessor. Kann man sehen, wie man will. Und abschließend habe ich noch eine kleine Sache für euch, was diesen Core i5 betrifft. Ganz klar. Da gibt es 3 Versionen. Also ich habe eine Version getestet, das ist ein sogenanntes Qualified Sample. Das kommt von Intel, habe ich jetzt mal 2 Wochen hier, dann kriege ich es wieder weggenommen. Ist mir auch wurscht, hätten auch kaufen können. Dann habe ich im Laden angerufen und dann hat mir der Kollege gesagt, ja gut, gehen wir mal schnell mal den Code auf deinem Prozessor durch. Dann haben wir geschaut, er hatte sogar 2 auf Lager. Im Retail gibt es 2 Versionen von diesem i5 10.400F. Das sieht man auf der Homepage meistens nicht. Man sieht es am Aufdruck, steht auch auf meiner Homepage nochmal genau beschrieben. Da gibt es einmal, das sind die neuesten, also die letzte Produktion, die aktuelle Batch, gibt's ein schönes G1-Stepping, das sind dann Native, das sind richtige 6-Kerner, das ist eine eigene Maske, das Ding also ist nicht beschnitten, sondern der ist richtig auch als 6-Kerner konzipiert und wird verkauft. Der hat allerdings ein Problem unter dem Heatspreader, ist Wärmeleitpumpe. Dann gibt's noch ein älteres Q0-Stepping, das war auch nach dem Launch, en vogue musste jeder haben, das Ding hat ein etwas älteres Stepping, aber es ist ein beschnittener 10-Kerner, also die K-Version in klein, ja, cut und weg, also so quasi der kleine Eunuch unter dem Hitzbretter, da ist aber Lot, der ist verlötet. Rein theoretisch kühler ist er ist auch einen kleinen Tick sparsam, habe ich mir sagen lassen. Ich konnte leider beide nicht gegeneinander testen,
Hätte ich es jetzt kaufen müssen, aber ich gebe keine 350 Euro für zwei CPUs aus, die ich nicht brauche. Plausibilität? Nein. Ja, kann man ja mal fragen. Ich habe auch mit den Kollegen gesprochen, die haben mir das ungefähr genauso berichtet. Also bitte, wenn ihr euch so ein Teil kauft, immer schön drauf gucken, welcher Code aufgedruckt ist, wie der heißt. Steht auf der Homepage. In dem Sinne, mein Freund Salvatore, der macht Winke, Winke. Ich sage euch auch Tschüss. Schöne Restwoche noch. Reviews kommen bestimmt noch. Wir sehen uns die Woche alle mal noch. In dem Sinne, man sieht sich. Tschüss.